So ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Für die, die regelmäßig meine Videos kennen, ihr werdet es vielleicht hier hinter mir erkennen, dass wir wieder in Thüringen sind und zwar heute zu einer Birthday-Tour von Chris. Chris ist derjenige, der die CF Moto dort, den Buggy fährt. Der hatte nämlich Geburtstag und wir haben heute für ihn eine Überraschungstour vorbereitet und anschließend bei ihm im Garten mit Essen und Trinken. Ja. Das ist der heutige Plan. So soll es ablaufen. Wenn ihr dabei sein möchtet, bleibt dran. Wenn nicht, guckt mal nach den anderen Videos. Ansonsten viel Spaß. Bis gleich nach dem Intro. Packwitz liebe, das ist meine Hausstrecke und ich auch eigentlich nichts auf Packwitz kommen lasse. Nur leider ist die derzeit die angestrebte Preispolitik, was das Campen, das Übernachten anbelangt, ist mir persönlich too much. Und zwar denke ich mal, dass diese Anhebung der Preise einfach schon verpasst wurde. Im letzten Jahr, man hätte das stufenweise machen müssen, das wurde letztes Jahr verpasst, dieser Zeitpunkt, oder in der Vergangenheit verpasst. Und dann wäre diese extreme Erhöhung auch nicht so hoch ausgefallen. Und ich denke mal, es hätte in der Community nicht so negativ aufgeschlagen. Und das jetzt im August zu machen vor dem September-Event kann ich verstehen. Also ich kann die Preiserhöhung prinzipiell verstehen. Ist natürlich auch ein bisschen grenzwertig in meinen Augen. Aber letztendlich ist Anna die Unternehmerin. Sie entscheidet, welche Preise sie anbietet. Das ist ihre Firma. Sie bietet einen Service an, und zwar, dass man da schlafen, duschen, campen kann und fahren kann. Und ja, wenn jetzt der Kunde bereit ist, diese Preiserhöhung mitzunehmen, mitzugehen, ist doch alles gut. Wenn die Kundschaft jetzt sagt, das ist mir zu viel, das ist einfach too much, denke mal, dann erreicht man genau das Gegenteil von dem, was man wollte. Es werden weniger Kunden kommen und die werden natürlich nicht das ausgleichen, was einem vielleicht fehlt. Also ich würde sagen, falscher Zeitpunkt, zu hoch. Das ist meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema. Wissen muss das jeder selber. Ich werde im September an diesem Event nicht teilnehmen als Campinggast. Ich werde nur Tagesgast maximal sein. Und ja, dann ist das in Ordnung. Ich finde es schade für die Veranstaltung an sich, weil es immer ein Highlight war und ich mich darauf gefreut habe. Ich habe natürlich auch meinen Urlaub entsprechend geplant. Hauptsache tralala. Aber ja. Es ist, wie es ist.
Das ist meine Meinung dazu. Wenn ihr noch Fragen habt oder was dazu sagen möchtet, haut es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten denke ich mal, reicht das so. Weiter geht's mit Offroad. Devin, was ist los? Erzähl mal den. Hoffentlich habe ich mein Handy nicht geschrottet. Was ist denn passiert? Scheiße! Nee, du hast Fintrainer, wie sollst du das Handy schrotten? Geht ja gar nicht. Das sah aber lustig aus. Schade, dass die Kamera nicht rechtzeitig eingekriegt hat. Scheiße! Oh, da kommt was drin. Oha! Schatz, ich habe Wasser im Vergaser. Wo steht's denn? Im Dorfteich. Scheiße, Junge. Steht mir die Mocke hier drin, du. Echt, Sitze? Alter, das ist hier reingelaufen, Junge. Ach ja, gut, weil du hier liegen hast. Ja. Weil maximal tief geht dann auch nicht. Und da bist du ausgerutscht. Ja, da liegt ein riesen Stein in der Mitte. Da bist du durchgetreten. Und drauf und keine Haltwelle. Ich hab's leider nicht gesehen. Ah, ja. Zum Glück ist das alles Wasser. Naja, natürlich. Pomponier ist ja. Was hier soll passieren? Guck, das ist alles trocken. Na, super. Der verrückt. Oh, oh, ja. Alte Scheiße. Ja. Das sieht ganz schön steil aus. Chris, das schaffst du. Du musst mal kurz Kopi bergen. Das war knapp eben, du. Am besten wieder runter und dann ist gut. Gesundheit!
Der Wildchen. Jawohl. So Chris, die heutige Tour ist ja deinem Geburtstag gewidmet. Ja. Was hast du für ein emotionales Empfinden gerade? Mega. Mega, gerade mit dir. Mega. Danke. Ich freue mich auch hier zu sein. Das ist schön. Das ist mal wieder toll. Man sieht auch die ganzen Leute hier. David war das, glaube ich, ne? Habe ich mir gemerkt, kommt auch selten vor. Koppi heißt er, nicht Kloppi, Koppi. Das ist Herr Meier. Genau. Meier mit Y, glaube ich. Y, richtig. Jawohl, Stefan Faust, wir kennen ihn. Servus. Mike. Matrambo. Matrambo, oh, jetzt bin ich noch gekommen. Ja. Carsten. Carsten ist. Carsten. Schwede. Das ist der Schwede, alter Schwede. Schwede. Wer ist denn eigentlich hier der Turnoper heute? Turnoper. Du, Carsten, mit? Der Turnoper. Mit wie vielen Jahren? Das ist unser Führer. 60? Ja. So, das sah mal jünger aus, ohne Scheiß. Also, cool. Komm vom Quad fahren. Ja, genau, der Wind, ne, der treibt die Falten da hinten in den Arsch. Ach ja, der ist auch dabei. Ach, und da hinten, gucke, versteckt hat er sich. Hier, Mario. Mario, der ist am Schillen, der ist glaube ich noch gar nicht gefahren heute. Nee. Und Ben. Leute, ihr Ältester. Ja, Freunde, hier ist gerade mal ein bisschen Pausenzeit. Ihr seht, herrliche Gegend, wunderbare Natur. Wunderschön gelegen mit sehr viel Grün drumherum. Also ganz toll. Ich liebe Thüringen. Weiter geht's. Willst du den Graben lang fahren? Ja. Ach, Devil, das wird doch nichts. Also meine Seilwinde ist kaputt, Devil. Sag doch sowas nicht. Ja, das kannst du vergessen. Der nur mit dem Fahrrad jetzt hier. Der Riemen muss eh neu. Wenn du bis hierher kommst, ja?
Kriegst einen Kuss. Kannst dir aussuchen von wem. Na, schwitzt du schon? Ja. Fährt man auch hier rein? Ich verstehe es nicht. Aber jetzt kann Fitray mal zeigen, was da ist. Oh yeah, das stimmt. Ich hab trockene Füße. Vor allem die Schuhe sind ja auch sehr geländegängig. Das muss er als Outtake mit rein. Umgekippt. Die besten Schuhe habe ich nicht an. Danke.
Was läuft voll? Okay. Aber das ist nicht so wild. Freunde, das soll es von dieser Birthday Tour für Chris gewesen sein. Ihr seht, die Fahrzeuge sehen ordentlich dreckig aus. Die Leute sind glücklich und ja, damit sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr so lange durchgehalten hast. Und bis zum nächsten Video. Ringe hauen, sagt euch Bagherzi. Ciao, ciao.